Hallo, die meisten Leute werden mich nicht kennen. Ich heiße Stefan Röll, ich bin der Leiter von der Tai Chi Schule Hanau. Ich stehe jetzt hier im Juli ungewohnt in Berlin auf dem alten Flugfeld vom Tempelhof und möchte euch ganz gern ein, zwei Sachen zeigen. Übungen, die ihr gerne nachmachen könnt. Jo, dann mal los. So, jetzt die zweite Tempelhofer Übung, die ich auch genauso lang mache. Die heißt Morgentau. Die wichtigste Bewegung ist die, die man am wenigsten sieht. Einatmen, Fersen vom Boden weg, ausatmen, wieder zurück. Und das Ganze im Adlerstand. Das heißt, die Beine sind lang, ohne dass die Knie durchgestreckt sind. Und es geht hauptsächlich um das Steigen der Mitte, um das Sinken. Und das bewegt die Arme. Ein, aus, wie Tau sich langsam auf den Blättern sammelt, zurücksinken. Ein, aus, ein, aus, ein, Nase. Aus, Mund. Ein, Nase. Aus, Mund. Ein, Nase. Aus, Mund. Die Finger hängen, die Handgelenke, Schulterebene. Hände breiten sich nach vorne aus, rutschen an der Kugel entlang nach unten. Handrücken zusammen. Riesenball die Welt umarmen. Vor mir ist eine Kugel, die Handfläche streicht über diese gedachte große Kugel. Die kleine Bewegung der Füße gleichzeitig mit der großen Bewegung der Arme. Von der Seite. Steigen. Sinken.
Auch die Übungen kannst du gerne beliebig oft machen. Ich nehme die besonders gern zu, weil ich einen guten Kontakt zum Boden kriege, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich zwischen Himmel und Erde aufgehoben bin und hilft mir, morgens gut in den Tag zu kommen. Morgentau halt. Jo, viel Spaß! Thank you.